Sage erstmal, ich werfe aber mir noch einen besorgten Blick zu. Ja, der wirft gerade das nächste Pergament, knüllt es zusammen und wirft das hinter sich. Und werde dann aber von meiner göttlichen Pflicht erfüllt erstmal wieder gehen. Du wickelst das Pergament um das Fleisch drumherum. Kann nichts Schlechtes passieren, wenn ich das AGM-Pergament und das Fleisch wickle. Das entwickelt garantiert kein Eigenleben. Und ziehst den Rucksack wieder zu. War da was? Guck hoch so kurz und kann er mal im Raum und dann machen wir weiter. Sinneschärfeprobe, plus 15. Tasten als Spezialisierung. Ja, klar. Jetzt der Crit, komm Junge. Nein. Das ist ganz knapp nicht geschafft. So, ihm fehlen nur so 10 Punkte. Okay, springen wir den nächsten. Achso, du wolltest noch was machen, ne? Ja, ne? Heute nicht. Ich teile das ein bisschen auf. Ich würde aber gerne mir abends irgendwie Zudamin an die Seite nehmen. Gut, oder gerne auch alle außer Abel. Ihr trefft euch nach einem langen, harten, arbeitsreichen Tag wieder. Abel mir hat sich wohl mit dem Kohlestift noch so ein bisschen an der Wange geschmiert und macht das gerade noch ab und dann trefft ihr alles dann beim Essen wieder zueinander. Ist Abel mir jetzt dabei oder nicht? Ah ja, sind alle dabei. Abelmond, raus! Bis jetzt scheint ja alles relativ gut zu laufen. Was denkt ihr, wir können wohl in 2 Wochen ablegen? Oh ja, mein Bart sieht fantastisch aus. In der Tat. Ja. Was ist unser nächstes Ziel? Kommt schon, denke ich. Was ist mit dem Geheimnis? Ach. Werden wir wohl erstmal herausfinden müssen, nicht wahr? Wir haben ja noch ein wenig Zeit und wollte auch noch Untersuchungen anstellen. Ja, genau. Genau. Ja, wir müssen aber eh relativ schnell hier wieder hinkommen, weil wenn wir mit allen Männern abziehen... Wir könnten Nachricht nach Zorgan schicken. Ich bin mir sicher, seine Ehrwürdigkeit der Schar wird uns einen kleinen Teil seiner Stadt gerade abstellen können, um die Stadt zu halten. In 2 Wochen sollten sie auch hier sein. Ich habe schon angefangen, Briefe zu schreiben. Auch die verwaisten Tempel sollten wieder Geweihte bekommen und... Ja, vielleicht können auch die entsprechenden Kirchen uns bei der Renovierung helfen. Wir müssen auch so etwas wie eine permanente Stadtgarde einrichten. Ihr könntet sicherlich die Ferkinas eingemeinden dafür heranziehen. Ich habe noch 2 Ferkinas. Besser als keiner. Naja, und die, ohne die Männer jetzt angreifen zu wollen, aber deren... Kunde des Rechts beschränkt sich darauf, ich bin stärker als du, ich nehm's dir weg. Ja, ich wollte auch. Ach ja, wo wir gerade von Renovierungsarbeiten reden, den Malmann darf ich doch behalten, oder? Ja, ich denke schon. Ich habe mir schon ein kleines Stückchen von seinem Panzer herausgebrochen. Guckt mal. Was wollt ihr damit, mit diesem Ding? Ja, es ist eine Erinnerung. Dieses kleine Tarsalglied. Ja, klein. Nun, ich fragte ja, die Frage ging ja an Rafim, aber danke. Auch, ich hülle ihn von innen aus und mache daraus den örtlichen Chortempel. Das ist ja widerlich. Das ist überhaupt nicht widerlich, das ist eine super Idee. Ihr wollt in einem Kadaver? Ihr wollt einem Kadaver einen Tempel hinrichten? Nein, in einem besiegten Feind. Nun, es ist zumindest dem Chor gefällig, ihn auf Schlachtfeldern anzubeten. Und wenn das Innere erst einmal verfault ist? Ja, ich denke, ich werde das auskochen lassen. Wir haben ja Köche an Bord. Ich bin mir sicher, man... Und die scheinen ja eh so kaputt zu sein, dass das bei denen gar nicht schlimm ist. Ich bin mir sicher, man kann den Panzer irgendwie konservieren. Oh ja, der Panzer ist relativ beständig, würde ich sagen. Kann man das Fleisch denn essen? Ja, das würde ich jetzt nicht tun. Nun, die Torwalle hat Karten ist. Ja, aber die Torwalle haben auch ziemlich eine Schraube locker. Das ist richtig. Wir alle, die hier zu lange gelebt haben. Zulamin, Boltax, habt ihr einen Moment? Ja, natürlich. Kommt doch einmal mit, es geht um... Kommt einfach mit. Ja. Ja, sicher. Ja, wir gehen... lass mich kurz auf die Karte sehen. Wenn wirklich alles voller Leute in unserer Mannschaft ja irgendwo rum, dann vielleicht eher in den Hinterhof oder so. Ich nehme einfach mal an, es war keine Schwierigkeit, noch einen von Habem jetzt zerknüllten Zetteln irgendwann im Laufe des Tages daraus zu klauben. Ja, ich mache mir einige Sorgen um Abelmir. Warum denn das?
Er scheint sich sehr hineinzusteigern in seine Konstruktionsthese. Seht euch dies hier an. War er nicht den ganzen Tag am Basteln? Ja, am Zeichnen. Ist das ein Strichmännchen oder? Ich bin nicht sicher, aber seht ihr dies? Es sieht mir ein Teil einer Zeichertglyphe aus. Jedenfalls keine Zeichnung. Ich bin nicht sehr bewandert darin, aber ich erkenne dieses Geschwungene. Wir sollten vielleicht mit ihm reden. Oder ich beherrsche ein wenig Zayat. Oder vielleicht sollten wir jemanden Zwangspause verordnen. Wäre vielleicht jemand von euch beiden geneigt, mir zu sagen, was in dieser Glyphe steht, denn ich habe absolut keine Ahnung von dieser. Und so wie ich das sehe, ist es nur ein Teil, ein M vielleicht? Das hilft mir nicht weiter. Der Rest ist verwischt. Ich meine, warum das hier könnte ein A gewesen sein? Und was ist die Glyphe in der... Und sollte es sich um... malen wir mal nicht den 13. an die Wand. Es könnte eine ganz normale Wortglyphe sein. Es muss sich nicht um einen Dämon handeln. Mir scheint jedenfalls so, als hätte er immer die gleichen Glyphen wiederholt. Vielleicht versucht er irgendwas Gedankenstütze aufzuschreiben, aber dann sollten wir mit ihm reden? Aber ich dachte, er arbeitet an einer These für euch und nicht an irgendeiner Zauberthesis. Was hat er gesagt? Naja, aber mir ist in letzter Zeit, eigentlich seit wir diese Stadt betreten haben und Schriften gefunden haben, noch etwas von Sinnen. Erinnert ihr euch, was er heraufbeschworen hat, um unsere Feinde am Strand zu töten? Es war schon etwas übers Ziel hinausgeschossen. Ich muss gestehen, ich habe da nicht so sehr drauf geachtet. Und die Art und Weise, wie er sich in dieses Neugierde und Geheimnisse und wir haben eine Lösung gefunden für ein Problem, das nicht einmal besteht, hineinsteigert. Ich finde das sehr bedenklich. Geheimnisse sind dem Herrn Fex auch heilig. Nun, selbstverständlich. Aber es geht hier ja um die Lösung zu einem Problem, das wir nicht einmal kennen. Besteht ja kein Problem. Sicherlich, ich würde auch gerne ergründen, was hinter diesem Bild steckt. Deshalb nehme ich eine ordentliche Analyse vor. Aber eher mit seiner fixen Idee, dass da irgendein verschwörerischer Zusammenhang dahinter steckt. Was haltet ihr davon? Wir finden heraus, was dieses Geheimnis denn nun ist und was es damit auf sich hat, und hoffentlich beruhigt ihn dies hinreichend, dass wir ihm ein wenig Bettruhe verordnen können. Ich bin mir sicher, wenn er ein wenig Zeit hat und vor allem nicht unter dem Stress dieser Stadt steht, wird alles wieder gut. Ah. Vielleicht sollte Aetilius mittelfristig trotzdem einmal mit ihm sprechen. Ja, bestimmt. Ja, aber... Nun, ich wollte euch nur vielleicht Bescheid sagen, nicht, dass es uns überrascht, wenn er... Ich will nicht sagen, überschnappt, aber... Sagen wir, sich in Dinge hineinsteigert. Ich weiß nicht, das ist eigentlich... Eigentlich erfüllt es mich mit Freude, jemanden mit so viel Begeisterung bei der Arbeit zu sehen, aber... Ihr mögt recht haben, dass es bedenkliche Formen annimmt. Erinnert ihr euch noch an den Zwerg, den wir einmal getroffen haben? Der seinen Bruder verloren hatte und die Liebe seines Lebens. Oh, das muss vor meiner Zeit gewesen sein, Boltax. Ich kann nicht sagen, dass ich mich entsinne, nein. Nun, es war in einem Gasthaus und... Oh, der Gemmenschneider. Ja, genau. Ja, er war auf dem Weg nach Jörgomag. Ja, glaube. Irgendwas hatte er dort vor, irgendein Abenteuer. Ja, aber ihr sagtet, er hätte die Liebe seines Lebens verloren. Aber mir geht es doch gut. Ich meine, ja, wir haben alles Schreckliches gesehen. Aber denk doch an seine Frau und wie glücklich sie miteinander waren, als wir in Zorgern waren. Nun, dann... Ich will nur sagen, aber mir möglicherweise eine schreckliche Erfahrung davon entfernt steht, etwas wirklich, wirklich Dummes zu tun. Und wir... weiß nicht, seine Seele ein bisschen festigen müssen. Und ich denke, er hat sich hinreichend viel Vertrauen verdient, dass wir es ihm nicht unterstellen sollten. Das will ich nicht absprechen. Ich vertraue Abel mir in vielen Dingen voll und ganz, außer in den Feinheiten der Magie. Da ist er ein absoluter Stümper. Aber bitte? Natürlich,
seine Elementarbeschwörung. Ui. Ich verstehe davon nichts. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Ich vertraue ihm auf jeden Fall. Aber ich meine nur, wir sollten uns ganz besonders in der nächsten Zeit um ihn kümmern, dass er sich geborgen und wohlbehütet fühlt. Gut, ihr macht das. Ich habe ein wenig zu tun in nächster Zeit, nicht wahr, Boltax? Ja. Ich kümmere mich darum, dass Abemir sich gut fühlen wird. Ja, was das angeht, Sulaimin, wenn ihr morgen Abend noch nichts vorhat, ich dachte, wir könnten eine Weile über die Möglichkeiten, die Stadtverwaltung aufzuziehen, sprechen. Es mag ein wenig verfrüht sein, aber je mehr Pläne wir fertig haben, desto mehr können wir tun, sobald Unterstützung aus Zaubern eintrifft. Ja, je eher, desto besser. Hervorragend. Ich werde sehen, dass Verpflegung vorhanden ist. Die Schiffsköche werden vielleicht ihren Dienst tun können. Nur gut. Viel dazu. Die Zeit, die Tage vergehen. Stunde auf Stunde, Tage auf Tage. Tatsächlich habe ich was vor. Das dachte ich mir. Das erste ist, ich punche Wein. Ich verdünne den schön runter. Und dann fülle ich Sulaimin ab. Während ich sie mit Staatskunst langweile. Ja, Zechenprobe von Sulaimin gegen die Zechenprobe von Yalan. Ich meine Zechenprobe erleichtern, weil ich meinen eigenen Wein gepuncht habe. 3 Punkte. 3 Punkte, ne? Ja. Dann. Nehme nicht an, dass ich das Mirakle, denn ich weiß ja von nichts. Dann alles andere wäre kein Fexenstück. Dann mirakeln wir das doch. Es ist definitiv eigensüchtig. Es macht für mich keinen Sinn, das zu mirakeln, oder? Du weißt ja nicht, dass du ein Gefühl hast. Eben, für dich nicht. Also, nee. Ja. Es ist definitiv eigensüchtig. Kann auch 3 Punkte oder so. Ja. Aber ich kann die 20 chippen. Du es. Du möchtest die 20 nicht chippen. Du weißt nicht, was in Gefahr. Ich konnte die 13. Entsprechend sagen wir 3 Punkte. Sagen wir 3 Punkte Erschwernis war eigensüchtig. Sind wir auf 7, dann haben wir 5 plus 4 sind 9. Boah, nice. Habe ich also einen. Dann bleiben 7 Punkte über. Ja. Max Erschwernis 12. Mir fehlt nichts. Das heißt, ich habe meine 5 plus mein Mirakel, was 9 waren. Ich habe genug. Also, Yala ist definitiv angeschlagen, glaube ich, ein bisschen. Aber weitem nicht so sehr wie zu damit. Ja, okay, was hast du für? Naja, wie gesagt, ich langweile sie erstmal eine ganze Weile mit Staatskunst. Und dann rede ich über Abelmir und, aber sagt. Ich glaube. Wie viele Punkte hast du über? Muss ich jetzt genau aus welcher Sekunde. 5 plus 9? 5 4 plus 9 sind 14. Ja, 14, maximaler Schwernis ist dann 16. Boah, okay, Zulamin, Staatskunst plus 8. Wieso bin ich überhaupt angeschlagen, wenn ich 7 im Plus bin? Weil du konträr gegen Yalan würfelst. Weil dir so lange weiter. Aber wer sagt denn, dass ich. Er schenkt dir immer wieder nach. Dann muss er mich täuschen. Ja, würfel trotzdem meine Staatskunde plus 8. Ja, Moment, ich suche nach. Wissen, aber vielleicht hast du das auch gar nicht. Doch, ich hab das. Jetzt haut sie irgendwie 18 Sternchen rein. So Glück hat sie kein Masterhandwerk Staatskunst. Ah, schade. Ja, leider. Okay, also zumindest findest du es über die Schiene nicht raus. Wir fragen erstmal Yalan, was er überhaupt will. Er spricht dann und kommt auf Abelmir und von Abelmir kommt er auf diese Karte, die wir im Jahr haben. Und was ist daraus eigentlich geworden? Vielleicht sollten wir uns die ansehen. Und dann holt sie die, dann sehen wir uns die Karte zusammen an, dann bringt sie die wieder weg und dann weiß ich, wo sie versteckt hat. Wo sind wir denn eigentlich? Vermutlich in deinem eigenen Gemach. Du hast ja kein Arbeitszimmer hier. Mhm. Ja, Lan, mit meinem Teil nutzt das nicht viel. Ihr müsst die von den anderen noch sehen. Auf meinem erkennt man überhaupt nichts. Ich kann vor die anderen jetzt nicht herbeiholen. Sehen wir vielleicht einmal drauf und... Abelmir ist doch bestimmt noch wach, oder? Ich kann ihn holen. Dann hätten wir zumindest schon einmal 2 Teile der Karte. Aber wieso interessiert euch das so? Ich sorge mich um Abelmir. Vielleicht lässt sich dort ein Schluss ziehen. Vielleicht hat er diese Glyphe dort gesehen. Vielleicht lässt sie ihn deshalb nicht los. Nicht auf meiner Hälfte. Aber wir sollten uns seine ansehen. Ja. Ich hole ihn und wir vergleichen sie. Ich zu Abelmir. Oh Gott, die Sache läuft aus dem Ruder. Oh, die Leute läuft aus dem Ruder. Ja, dann gehe dabei ich und hole meinen Zettel. Du bist schon gut betrunken.
Und Sulamin hat die Karte zumindest nicht in deinem Beisein geholt. Und ja, auf dem Weg zu Armin besorge ich mir aber noch eine Seite aus dem Moraya Sutra. Also irgendeine random Seite, ist nicht so wichtig. Aus welchem? Aus dem wir auf die Karte haben. Das kannst du nicht. So, das liegt nicht so einfach rum. Wo liegt das? Weißt du nicht, das hat Sulamin. Ja, denk nach. Ist das Sulamin? Seriously? Oh, hier macht wer soll das sonst leicht verwahren? Ja. Du gehst zu Abelmir. Abelmir, die anderen doch drauf. Ah, Abelmir. Ihr arbeitet noch? Du riechst aber. Unwillig. Hast du dich betrunken? Nicht betrunken. Du arbeitest noch? Ja, ich habe diesen Drehschrauber hier und hier diesen Stift, seht ihr? Das nennt sich Arbeit. Zunamin und ich reden gerade über die Karte, du weißt schon, die wir aus dem Raya Sutra geborgen hatten. Wir wollten vielleicht schauen, ob wir dort noch einen weiteren Hinweis finden. Willst du mitkommen, oder? Jetzt? Ich nehme sie auch mit und wir sagen dir morgen früh, was wir herausgefunden haben. Ach, ihr braucht einen klugen Verstand, ich komme mit. Außerdem bist du dir betrunken. Wenn Sulamin auch so betrunken ist wie du, was wollt ihr denn herausfinden? Ja, komm einfach. Sulamin sitzt dabei auf dem Sofa und ihr Kartenstück liegt vor ihr auf dem Tischchen. So, was gibt es denn? Ohne die vierte Karte von Raphim wird das sowieso nichts. Ja, man wollte sich die Karte noch einmal ansehen und ich habe ihm gesagt, auf meinem Teil alleine erkennt man überhaupt nichts. Und ich dachte mir, ihr seid noch wach? Das sind aber eine Menge Flaschen dort. Kleinigkeiten. Sicherlich. Nun, wollen wir einmal schauen. Ich kram mal mein Gewand Innenseite und hole mal dieses Stück raus. Nur das gehört hierhin. Jetzt bräuchte ich nach Raphims und wer hat die vierte? Du, glaube ich, oder? Diamantis hat die vierte. Ja, probieren Sie erstmal mit diesen Zweien. Wollt ihr Raphim auch wecken? Ja, warum nicht? Ich gehe. Sulamin, ich dachte mir gerade, vielleicht wäre es ganz gut, das Buch, aus dem wir sie geholt haben, noch dabei zu haben. Vielleicht erschrecken sich noch auf anderen Seiten neben Karten, die wir nicht sehen. Genau. So, ich gehe, ich wecke Raphim nicht auf, sondern ich komme nach entsprechender Zeit einfach wieder mit der Karte, die ich ja schon gestohlen habe, in der Hand. So. Nun, was wollt ihr denn genau herausfinden? Etwas, das wir übersehen haben? Auffällige Glyphen vielleicht? Beschriftungen? Vielleicht hängt es mit dem Bild zusammen. Hast du mir das Buch geholt? Ja, die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt, weil du bist ja nach oben gegangen und ich denke nicht, dass Sulamin mit Rucksack hier ist. Das heißt, sie wird das Buch wahrscheinlich von oben bei Schlafsachen geholt haben. Ja, im Nachbarraum. Ja gut, dann ist sie hinter dir etwas langsamer die Treppe hochgewankt, um das Raja Sutra zu holen. Da ich hier nichts zu tun habe, kann ich ihr dann nachschleichen. Ja, durch Schlüsselloch versuchen zu gucken. Genau. Ja, machen wir eine Schleichenprobe. Erstmal spannen. Und wenn mich jemand erwischt, sage ich, ich bin so zu lang. Wenn das deine Frau rausfindet. meine Frau ist so oder so von meiner Schuld überzeugt. Da ist nichts mehr zu holen. Okay, also Sulamin hört dich nicht. Du kannst gerne nochmal eine Sinjave plus 15 machen. Wird knapp. Aber ansonsten, ja, was ist das? Durchs Türschloss schauen? Sinneschärfe. Gibt es hier überhaupt eine Tür? Macht sie die Tür hinter sich zu? Wie paranoid ist Sulamin? Ich lasse die Tür offen und. Dann kann ich durch den Tischball schauen. Ja, wahrscheinlich in so einer tulamidischen Satrapa-Palast wird da auch keine Tür drin sein, stimmt schon. So ein Perlen, weißt du, hier ist ja, genau so ein Fliegengitter. Ja, also du siehst, wie Sulamin sich hinkniet und das alte Buch aus ihrem Rucksack zieht. Das war enttäuschend, das war enttäuschend. Ich dachte, ihr hättet das versteckt oder so. Na, mein Kartenteil liegt ja schon unten und das Raja Sutra war einfach bei ihren Sachen. Ja. Und dann geht sie wieder zur Treppe. So, und dann, ja, bis dann, also wenn sie irgendwie das Ding geholt hat, wird er dann sich vermutlich dann zurückziehen und schon vor ihr im Raum unten sein. Verstecken, Bruder. Verstecken, seriously? Ja, sonst sieht sie halt, wie du sie beobachtest. Vor allen Dingen merkt sie auch vielleicht, dass du gar nicht zu mir gekommen bist.
Aber sie dreht sich dann plötzlich wieder um. Passt, jetzt. Ja, okay, passt. Also. Ja, du, ich versuche im PvP hier so ein bisschen zu helfen, aber passt, ist okay. Es ist, pass auf, ich muss das viermal schaffen, okay? Nein, das ist ja gut. Passt nicht schwerer, als es eh schon ist. Passt ja, hast du gute Leichenprobe gewürfelt. Okay. Benjamin lässt sich unten wieder neben Abelmir auf das Sofa fallen. Habt ihr eigentlich eine Vorstellung, ob die Schriften von der gleichen Person sind? Ich meine, es sind unterschiedliche Sprachen, aber das muss ja nichts heißen, oder? Na, halten wir sie doch ein wenig gegeneinander. Ich blätter mal hier durch und wir schauen uns das an, ja? Irgendwann rufe ich dann Aha und reiße eine Seite aus dem Buch. Seht ihr? Hier ist noch ein Kartenstück. Was macht ihr denn da? Was? Ja. Ihr könnt da nicht einfach Sachen aus dem Buch reißen. Gib das wieder her! Seht ihr, wartet, ich halte die dann nebeneinander. Seht ihr, es ist noch ein Kartenstück. Ja, la. Ist das natürlich nicht. Ja, nee, warte, das könnt ihr mal auswürfeln. Würfel doch mal auf. Das könnt ihr alle machen. Was war denn das? Kryptografie, ne? Hab ich nicht. Ableitung auf. Rechnen? Ja, rechnen, finde ich gut. Rechnen plus. 10 dann oder plus 15 10, oder whatever. Ja. Okay. Schauen wir mal. Ja, nicht so ganz. Ja, Abelmir, das ist kein Kartenstück, aber so wie er sie gerade nebeneinander ins, also er hat sie so halb übereinander geschoben, ein bisschen hin und her, und so wie das Licht von deiner Position ausschimmert, kannst du tatsächlich erkennen, dass da wohl ein weiterer Hinweis zu erkennen ist. Warte, bleib so. Oh, Junge. Abelmir? Ja, Sekunde. Komm zu mir. Ich soll euch das zeigen. Jalan, bewegt euch nicht. Ich halte still. Seht ihr dort? Hier wieder Dinge, Abelmir? Ach, das ist doch offensichtlich dort. Seht ihr diese Zeichen und diese Linie? Könnt ihr das lesen oder ist das wieder eine Karte? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Eine Sternenkarte. Unterschrieben von Neobara. Seht ihr dort diese Zeichen? Das ist die berühmte Astrologin Niobara. Die kennt ihr sicherlich auch, oder? Das ist eine Sternkarte. Oh. Natürlich, aber das macht doch alles gar keinen Sinn, Abel. Ich erkenne hier was. Niobara in einem Rajasutra. Ja, Mann, ihr seid von Hisine geküsst. Muss ich wohl sein. Also das würde ich jetzt so nicht sagen, aber auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn. Ja, und ein wahres Korn. Ha! Das hätten wir nie gefunden ohne eure Hilfe. Nun, wir sollten, ich denke, nach dem. Ja, nicht wahr? Ja, renn mal rüber in mein Zimmer und hol mal ein Stück Papier und Pergament und Stift und würde das probieren abzuzeichnen. Und was für ein Sternbild ist es? Von hier sieht es aus wie das halbe Bohrensrad. Sternkunde. Wenn ein Bohrensrad schon nur ein halbes Rad ist, dann ein halbes Bohrensrad, dann ein Viertelrad. Sternbild, die zwei Brüder.